Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rage 1. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich habe mir jetzt noch die letzte Aufnahme angesehen. Und ja, also bei den Rennen ruckelt es ein bisschen, aber sonst hält er sich eigentlich ganz gut in Grenzen. Also sonst ruckelt es gar nicht, das ist nur bei den Rennen. Ich habe auch mir Sachen aus dem Internet angesehen und Rage ist halt einfach, was das betrifft, eine absolute Performance-Krücke. Und ich hoffe, es ist verkraftbar. Ich krieg das leider nicht hin. Ich hab eine recht halbwegs aktuelle Grafikkarte. Aber das Spiel wird halt nicht besser. Es hat halt trotzdem seine gewissen Tücken und Krücken und alles. Ich hoffe, es ist verkraftbar, aber ich hoffe, es macht der Rest euch trotzdem sehr viel Laune und die Ruckler sind sehr verkraftbar. Ich habe geschaut und es geht. Also beim es ist wenn dann nur, wenn ich halt mit der Karre rumdüse. Wenn ich nicht mit der Karre rumfahre, dann ist gar nichts. Also dann läuft's wie geschmiert. Aber das hier zum Beispiel, dass die Sachen dann erst aufploppen zum Beispiel. Also da sieht man es jetzt leider nicht so gut. Aber wenn ich mich jetzt schnell drehe. Ah, es geht, ich bin auch ein bisschen langsam. Aber ja, dann ja, quatschen wir mal mit unserem Cheeky Styles. Es ist jetzt gerade 0:09 Uhr. Also es ist relativ spät, aber ich wollte unbedingt noch weiter zocken und aufnehmen. Und ja, dann schauen wir mal. Aha, ja, der redet gar nicht mit mir, aber warum sind hier Kameras? Oh, wie gut, dass ich mich heute Morgen aus dem Bett gerollt habe. Lassen Sie mich mal raten. Sie suchen einen Sponsor, oder? Alter, ist das hinten Schwabbel, was da so hervorkommt? Da? Großartig. Muy bueno. Wir sind simpatico, hä? Eh? Sie brauchen einen Sponsor? Ich brauche einen Kandidaten. Das Spiel ist einfach. Sie betreten meine kleine Arena und das Spiel beginnt. Die Regeln sind simpel. Töten oder getötet werden. Wenn Sie überleben und uns eine gute Show abliefern, mein Freund, dann haben Sie einen Sponsor. Leichter gibt's im Ödland keinen Sponsor. Sind Sie bereit? Mutant Bash TV 1. Lassen Sie mich raten, Sie suchen einen Sponsor? Ich unterstütze Sie, wenn Sie es lebend durch meine Show schaffen. Das Spiel ist einfach, töten oder sterben. Wenn Sie es bis zum Ende meiner kleinen Arena schaffen, haben Sie gewonnen. Liefern Sie meine gute Show, dann gebe ich Ihnen einen Sponsorenvertrag. Möchtest du wirklich zum Missionsgebiet fahren? Habe ich eine Wahl? Nee. Was hat der da auf der Seite? Herzlich willkommen zu einer neuen knochenkrachenden Episode von Mutant Bash TV. Der Show, in der das Blutvergießen trumpft. Heute haben wir einen neuen Kandidaten. Direkt aus der Vergangenheit. Er sieht hart aus, aber kann er auch kämpfen? Bald werden wir es wissen. Aber jetzt erstmal Applaus für unseren Helden. Ey! Heißt das, wenn da MBTV1 stand, gibt es mehrere Herausforderungen? Das wäre jetzt nicht so geil. Ich will nicht ein ganzes Spiel lang Auto fahren und Herausforderungen machen. Oh mein Gott, ich bin in sowas super schlecht. Halt. Oh mein Gott, diese Augen. Och nee, bitte keine Arenen. Da bin ich ja super bad drin. Oh, toll. Ja.
Oh mein Gott, was ich da Muni verschwende. Teilgewinn 18? Was heißt das? Oh mein Gott! Alter, was ich da an Muni verschwende. Ich glaube, ich muss mir bald Muni kaufen. Kills 19, Zeit. Arena 1 von 5. Oh Gott, habe ich so viel Muni überhaupt? Och nee, so viel Muni habe ich doch gar nicht. Wie soll ich denn das machen? Ich habe noch 200 Nägel, MG habe ich noch, Schrot habe ich noch. Toll. Wir bleiben mal bei der da. Ich habe jetzt fast 200 Kugeln verbraucht. Ah, Schrot habe ich bekommen. Bandagen. Fatboys, Pistolen. Kann ich die Schrot nehmen? Ja, wir laden die mal nach. Schauen wir mal, ob man bitte... Okay, wir nehmen die Schrot. Aha, der Affe, toll. Rechts, rechts, rechts. Elf habe ich noch. Ah. Alter, ich bin so bad in sowas. Okay, das war Arena 2. Oh mein Gott, was ist das? Okay, ich hoffe, ich bin danach fertig. Ich bin jetzt schon durch. Was ist 3? 3 ist die da, 4 ist die, 5 ist die. 2 ist die Pistole, laden wir mal nach. 1 sind die Fäuste, keine Ahnung wieso. Wir nehmen die. Unsere normale Knarre. Schön, dass ich da jetzt gerade nicht viel sage, aber ich muss mich echt konzentrieren, dass ich da nicht drauf gehe. Kann ich da dazwischen speichern? Nee, kann ich gar nicht. Was? Was? Dollar ist happy, Totenkopf ist nicht geil. Okay. Okay. Nein, scheiße. Oh. Ah, da krieg ich... Alter, was?
Okay, das geht halt so lange, bis... Was? Also, wenn die Totenköpfe kommen, dann kommen die Ghule, klar. Aber... Was ist denn mit dem davor? Habe ich trotzdem, weil ich ja einmal hatte ich ja drei verschiedene Dollarsachen. Habe ich da jetzt trotzdem eine Kohle dafür bekommen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ah, Schrotmoni. Schrot war 4. Ja. Ich glaube, wir nehmen die Schrot. Bei Mutanten ist halt die Schrot echt am besten. Oh nee, schau dir das da an. Was ist das? Oh, toll. Oh. Da kommt einer. Da kommt einer. Alter, das war Glück. Okay, den haben wir. Die mit ihrem Jump immer. Hey! Okay. $614, das ist nicht so bad. Och nee. Oh mein Gott, wer ist das? Dass der gleich vor mir spawnt, ey, das ist doch lächerlich. Aua. Oh. Okay. Gut. Was für eine Wahnsinnsshow. Meiner Meinung nach der beste Kandidat des Monats. Schön sitzen bleiben, Leute. Während sich unser Kandidat aufs Podium begibt, werden wir doch mal unsere Sponsoren sozusagen haben. Diese Show wird Ihnen präsentiert von Rusty's Autozubehör. Rusty's, seit 10 Jahren der beste Freund Ihres Autos. Oh mein Gott. Alter, das war heftig. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, so ein Einstieg. Aber ich habe Kohle dafür bekommen. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt? Steht denn das, wie viel Kohle ich habe? $1500 habe ich wieder. Cool. Boah, das war schon... Das war schon hart. Eine Sammelkarte bekommen, sehr cool. Ja, ich habe mich am Anfang verdrückt. Ich habe C gedrückt anstatt V. Gladiator haben wir erreicht. Schön. Puh, ich bin fertig. Das war's mit der Aufnahme. Ciao. Nee, wir machen schon weiter, aber... Boah. Krass, krass. Verdiene deine Brötchen, okay. Genauigkeit 61, Belohnung $776. Das ist cool. In nicht mal 4 Minuten. Bravo, bravo, der beste Kandidat des Monats.
Hier ist Ihr Sponsorenvertrag. Viel Erfolg im Rennen. Aber Moment, Moment, bevor Sie gehen, wollen Sie nicht in einer weiteren Show mitspielen? Es gibt eine ganze Menge Geld zu gewinnen. Das Spiel ist dasselbe, aber dieses Mal ist die Herausforderung ein kleines bisschen größer. Für einen Kandidaten wie Sie allerdings. Oh, kein Problem. Also, sind Sie bereit für Folge 2? Mutant Bash Canyon. Schließe alle Arenen von Mutant Bash Canyon lebend ab. Oh. Wenn du es in einem Stück schaffst, gehört das Ticket zur Oase dir. Oh, 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 oh. Ey. Ich will speichern. Warum kann ich hier nicht speichern? Muss ich da runter vom Podium? Ah. Ich brauche das Ticket zur Oase für die Scorcher Quest. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass ich den Ranz nochmal mache. Ja, Ticket zur Oase. Oh Gott. Ja gut, dann machen wir das auch gleich, oder? Also, sind Sie bereit für Folge 2? Schließe alle Arenen von Mutant Bash Canyon lebend ab. Wenn du es in einem Stück schaffst, gehört das Ticket zur Oase dir. Ja. Exzellent, exzellent. Gehen Sie noch einmal durch die Tore. Und viel Glück. Oh nein. Oh Gott. Herzlich willkommen zu einer neuen knochenkrachenden Episode von Mutant Bash TV. Der Show, in der das Blutvergießen sprungfest. Heute haben wir einen neuen Kandidaten. Direkt aus der Vergangenheit. Er sieht aus, aber kann er auch kämpfen? Bald werden wir es wissen. Aber jetzt erstmal Applaus für unseren Helden. Mutant Bash Canyon. Okay, es sieht anders aus. Wurde anscheinend angefügt. Weil es eben DLC ist. Oh Gott. Aber danach sind wir mit Mutant Bash TV fertig. Sind das auch wieder 5 Fights oder... Und los geht's. Hey, hey, hey. Kommt schon runter da. Eieiei, das geht ja jetzt schon ab. Oh, 6 Arenen. Geil. Danke, Spiel. Ich hab nochmal 10 Kugeln. Oh Gott. 3 war die und 4 war die Schrot. Es sind immer die. Mann, jetzt bin ich gerade. Oh Gott. Oh nein, was ist mit dir? Was ist das?
muss ich denn da machen, Mann? Stirbt der auch mal? Er ist tot, sehr gut. Oh mein Gott! Der hat 300 Schuss gefressen.